Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mathe Matura Express. Heute beschäftigen wir uns noch einmal mit quadratischen Funktionen. Okay, schauen wir uns folgende Aufgabe an. Und zwar habe ich eine Aufgabe herausgesucht, die heißt Tennis. Jetzt machen wir das ein bisschen kleiner. Ich glaube, so geht das. So, und zwar geht es um die Flugbahn eines Tennisballs und diese Flugbahn ist Teil des da in diesem Bild dargestellten parabelförmigen Funktionsgraphen und der Abschusspunkt liegt jetzt 10 Meter vom Netz entfernt in einer Höhe von 0,75 Metern. Das Netz, das im Übrigen 0,9 Meter hoch ist, das heißt, dieser schwarze Balken oder das soll das Netz darstellen, das wird auf der Y-Achse dargestellt. Genau. Und der Ball überfliegt jetzt das Netz in einer Höhe von 35 cm und trifft dann 10 Meter hinter dem Netz im Aufprallpunkt P auf den Boden. Das heißt, das wird dieser Punkt da sein. Das ist der Auftreffpunkt. So, und wir sollen jetzt kennzeichnen, und zwar in dieser Grafik da oben, den Abschusspunkt A und den Aufprallpunkt B. Okay, jetzt hätte ich den Kreis gleich da lassen können, den sollen wir da einzeichnen. Das ist der Aufprallpunkt da unten. Und beim Abschusspunkt ist es so, wir wissen, okay, 10 Meter vor dem Netz, also müssen 10 Meter vor dem Netz da gemeint sein, als minus 10. Da gehen wir jetzt nach oben zum Funktionsgraph. Das ist dann dieser Abschusspunkt. Punkt und der liegt ungefähr in einer Höhe von, ja, ein bisschen unterm Netz, würde ich sagen. Aber wir sollen ihn eh nur kennzeichnen. Das heißt, in diesem Fall, das ist der Abschusspunkt, dieser rote Punkt, den ich nochmal umkreist habe und das ist da. Also das ist der Abschusspunkt, Abschusspunkt und das ist der Aufprallpunkt. Und jetzt sollen wir nur abschließend dasjenige Intervall bestimmen, in dem der Funktionsgraph ein Modell für die Flugbahn darstellt. Ja, jetzt wissen wir schon, okay, wir schießen das von 10 Meter hinterm dem Netz ab, dann fliegt der Ball über das Netz, trifft 10 Meter nach dem Netz auf den Boden auf, das heißt natürlich werden wir da als Intervall minus 10 und 10 wählen. Okay? Weiter nach links brauchen wir in diesem Fall jetzt nicht gehen, weil wir erst da abschießen. Gell? Das ist dann wirklich nur der Teil dieser mathematischen Funktion, sagen wir so. Ja, ohne das in einen Kontext oder Aufgabe zu ziehen. So, jetzt soll man eben die Flugbahn wir sollen die Funktionsgleichung für die Flugbahn des Balles bestimmen. Okay? Das heißt, es handelt sich um eine quadratische Funktion, deswegen schreiben wir uns das nochmal hin. Wir haben da eine Funktion f von x. Quadratische Funktion schaut folgendermaßen aus, a mal x² plus b mal x plus c. Und unsere Aufgabe wird es sein, das a, das b und das c zu bestimmen, beispielsweise mit einem linearen Gleichungssystem. Für dieses lineare Gleichungssystem, beziehungsweise sollen wir uns zuerst überlegen, wie viele Unbekannte wir haben. Wir sehen, okay, wir haben a, b, c. Also drei Unbekannte und dementsprechend werden wir jetzt, wenn wir dieses Gleichungssystem lösen wollen, drei Gleichungen benötigen. Und diese Informationen für das Gleichungssystem, die stecken jetzt im Wesentlichen im Text. Und zwar, wir sehen, der Abschusspunkt A, der liegt auf dem Funktionsgraphen, hat die Koordinaten minus 10, weil er 10 Meter vor dem Netz liegt, und eine Höhe von 75 Metern. Das heißt, das schreiben wir sofort hin. Das heißt, f an der Stelle, wobei jetzt eben, schreiben wir das da hinten nochmal hin, x ist 0 von Ball in Metern und das f von x ist dann Höhe Ball bei x Metern. Okay, das heißt, wir haben eine Höhe von 0,75 und zwar bei minus 10. Wir werden das dann, wenn wir letztendlich wieder die Matrix erstellen wollen, dann wirklich nochmal da oben einsetzen. Aber zunächst brauchen wir mal nur das. Dann wissen wir, okay, wieder falsch. Der Ball
überfliegt das Netz. Und das Netz steht jetzt bei x gleich 0. Und zwar in einer Höhe. Wir wissen, das Netz ist 0,9 Meter hoch. Und der überfliegt jetzt das Netz. Und zwar in einer Höhe von 35 cm. Das heißt, das Stück da, das sind nochmal 35 cm. Und dann haben wir letztendlich eine Gesamthöhe von 0,9 plus 35 oder 0,35, genauer gesagt. Und das sind dann 1,25 Meter. Und dann haben wir nur den Funktionswert an der Stelle 10. Dort trifft der Ball auf den Boden. Das heißt, wir haben eine Höhe von 0. Also wie gesagt, da haben wir 0,9 plus 0,35. Das sind die 1,25 Meter, wo der Ball in der Mitte, also bei x gleich 0, über das Netz fliegt. So. Jetzt schreiben wir uns das Ganze nochmal hin, aber so, dass wir dann letztendlich die Matrix daraus bestimmen können aus dem Gleichungssystem. Das heißt, wir haben dann 0,75. Ui. Erste, zweite, dritte. Also wir haben da die 0,75, das ist die Höhe, ist gleich a mal. Aber jetzt probieren wir es noch drittes Mal. Erste, zweite, dritte. Also wir haben eine Höhe von 0,75. Gleich a mal minus 10 zum Quadrat plus b mal minus 10 plus c. Dann haben wir 1,25 ist gleich a mal 0 zum Quadrat plus b mal 0 plus c. Daraus könnte man auch sofort ablesen, dass das c 1,25 sein muss. Und dann haben wir letztendlich noch eine Höhe von 0 und zwar bei a mal 10 zum Quadrat plus b mal 10 plus c. So, wir erstellen wiederum die Matrix. Erste Gleichung, zweite Gleichung, dritte Gleichung. Ja, da haben wir das, was bei a dabei steht, bei b, bei c und auf der rechten Seite. Das lesen wir jetzt ab. Das heißt, wir haben da minus 10 zum Quadrat, minus 10, 1, 0,75. Dann haben wir 0. 0, 1, 1,25 und da haben die Schneid. Und dann haben wir 10 zum Quadrat, 10, 1 und 0. So, das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein. Und zwar in den Matrix-Modus müssen wir da gehen, dann auf Edit, da müssen wir jetzt eine Matrix erstellen. Da ist schon eine eingespeichert, das heißt, wir machen einen neuen Eintrag bei B beispielsweise. Jetzt müssen wir natürlich wieder sagen, okay, wie viele Zeilen haben wir? Wir haben 3 Zeilen, das sehen wir da, weil wir 3 Gleichungen haben. Dann haben wir eben 4 Spalten, weil wir 3 Unbekannte haben und dann letztendlich das, was auf der rechten Seite steht. Und jetzt fügen wir die ganzen Zahlenwerte ein. Achtung, da müssen wir jetzt klammern, minus 10. Zum Quadrat, minus 10, 1 und 0,75. Dann haben wir 0, 0, 1, 1,25. Und dann haben wir noch 10 zum Quadrat, 10, 1 und 0. So. Dann gehen wir da noch einmal heraus. Jetzt rechnen wir mit der Matrix, das heißt wiederum zur Matrix, dann in den Mathe-Modus. Wir brauchen den Befehl RREF, das heißt der mit dem doppelten R und dem Punkt B. Jetzt müssen wir nur sagen, okay, mit welcher Matrix er rechnen soll. Wir haben die Matrix oder der Matrix den Namen B gegeben, das heißt, wir müssen jetzt eins noch hinunter. Genau, mit dieser wollen wir dann rechnen. Und jetzt sehen wir, okay, in gestürzter Reihenfolge, also wir haben zuerst die Koeffizienten a, b, c eingetippt oder die Zahlen vor diesen Koeffizienten und in dieser Reihenfolge, also von oben nach unten, a, b, c, stehen dann unsere Lösungen. Das heißt, das a ist minus 0,00875, das b ist
so schreiben wir es noch hin. Das a ist minus 0,00875. Das b, das c haben wir quasi da schon herausgelesen. Das waren die 1,25, die können wir natürlich sofort hinschreiben. Und das b ist minus 0,0375. Noch einmal einen kurzen Check. Und zwar das a negativ, passt das mit der Skizze? Ja, natürlich, wir wissen, okay, ist der Koeffizient vor dem Quadrat negativ, dann erhalten wir eine nach unten geöffnete Parabel, passt mit diesem Bild oder mit der Skizze, die wir da haben, perfekt zusammen. Dementsprechend können wir die Lösung, oder können wir mal schon annehmen, dass es richtig ist. Gut, damit haben wir jetzt Punkt B abgehakt. Vielleicht, das sollte man immer noch dazu schreiben, weil man natürlich oft mit dieser Funktion noch rechnen möchte. Das heißt, wir schreiben das da nochmal hin, jetzt mit den ermittelten Koeffizienten. Das heißt, wir haben da minus 0,00875 mal x² minus 0,0375 mal x plus 1,25. Das einmal einrahmen, damit man sofort erkennt, okay, das ist unsere Lösung. Gut, das war's zu dieser Aufgabe. Jetzt schauen wir uns folgende an. Also wie gesagt, wir behandeln nur quadratische Funktionen und die letzte Aufgabe, da wäre jetzt nicht unter einer quadratischen Funktion gefallen, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, könnte man es einfach anschauen. Und zwar sollen wir da erläutern, wir haben da die Flugbahn eines anderen Tennisballs kann näherungsweise durch eine quadratische Funktion y ist gleich a mal x² plus b mal x plus c beschrieben werden. Beschreiben Sie, welche Stelle der Flugbahn berechnet werden kann, wenn die Gleichung 2 mal a mal x plus b gleich 0 nach x gelöst wird. Schauen wir uns das nochmal hin. Also mit dem y ist gleich a mal x Quadrat plus b mal x plus c. Und wir haben jetzt folgende Gleichung gegeben, und zwar 2 mal a mal wir können das leider noch nicht rechnen, siehe Gott. Dazu brauchen wir die Differentialrechnung, das heißt, das müssen wir noch auslassen, das kommt ein anderes Mal. Also Kommando Retour, wie man das so schön sagt. Gut, aber dann schauen wir uns halt eine andere Aufgabe an, und zwar beispielsweise nicht diese Aufgabe, sondern diese. Genau. Und zwar geht es um Eisenbahn. Man sieht, okay, ein recht kompliziertes Bild, so wie es zunächst einmal ausschaut. Wenn man sich das durchlässt, wird man aber relativ schnell feststellen, dass das jetzt mit der Aufgabe D gar nichts zu tun hat. Das heißt, wir können uns das Bild da oben sparen und müssen uns da auch keine weiteren Gedanken dazu machen. Und zwar im Unterpunkt B geht es jetzt darum, dass eine Eisenbahnstrecke eine Länge von 200 Kilometern hat. Und nach einer Sanierung der Gleise können die Züge mit einer um 10 km/h höheren Geschwindigkeit fahren. Die Fahrzeit wird dadurch um eine halbe Stunde vermindert. Zur Verdeutlichung sind die Angaben in der nachstehenden Tabelle dargestellt. T ist dabei die Fahrzeit vor der Sanierung in Stunden. Also wir sehen, okay, nach der Sanierung Streckenlänge 200 Kilometer, Geschwindigkeit durch diesen Ausdruck gegeben, und zwar in km/h, und die Fahrzeit in Stunden durch diesen Ausdruck gegeben. Und wir sollen jetzt T berechnen. So, dazu brauchen wir ein bisschen Wissen an Physik. Und zwar, wir fahren mit einer konstanten Geschwindigkeit, sie ist zwar höher als zuvor, aber sie ist konstant. Was gilt jetzt? Wie kann ich mir, oder sagen wir so, wir stecken denn diese drei Größen, Geschwindigkeit, Zeit und Weg, miteinander in Verbindung? Ja, folgendermaßen, und zwar Geschwindigkeit ist ja nichts anderes wie Weg pro Zeit. Und was ich letztendlich wissen will, ist das T. So.
Beziehungsweise machen wir jetzt eine T-Welle drüber, damit wir das nicht mit dem T, das wir dann berechnen, verwechseln, weil das ist die Gesamtzeit, die ich halt für eine gewisse Strecke brauche. Und jetzt im Grunde genommen muss ich nichts anderes machen, wir schreiben das jetzt vielleicht anders dahin, und zwar mal T-Welle, das ist das S. Und jetzt verwenden wir für die Geschwindigkeit, für die Gesamtstrecke benötigte Zeit den Ausdruck, den wir in der Tabelle gegeben haben, und für das S den Ausdruck, den wir gegeben haben. Also wir sehen, das S sind die 200 Kilometer, also die Gesamtstrecke. Die Geschwindigkeit, die jetzt dieser Zug fahren kann, das ist dieser Ausdruck da in der Klammer. Das heißt 200 durch T plus 10, das ist das V. Und die Zeit, die dafür benötigt wird, das ist eben T, also die ursprüngliche Zeit, minus 1,5. So, und jetzt setzen wir das da oben, oder da oben, für diese Ausdrücke ein. Das heißt, wir haben da stehen, 200, das ist das S, ist gleich, Klammer, 200 durch T plus 10 mal T minus 1,5. Und letztendlich werden wir jetzt das Ganze aus multiplizieren, dann haben wir da stehen, 200 ist gleich 200 durch T mal T ergibt 200. Das heißt, wir haben zuerst das berechnet, dann berechnen wir nur das, das heißt plus 10T. Und dann haben wir minus 200 durch T mal minus 1,5, das ergibt minus 100 durch T. Also wir haben da so stehen, 200 durch T mal 1,5. Dann kürzt sich der 2er gerade weg. Und das war das. Und dann nur das. Und 10 mal minus 1,5 ist minus 5. So. Jetzt ist vielleicht noch nicht ganz ersichtlich, um was für eine Gleichung es sich handelt. Aber wir sehen, okay, das T ist da unten im Nenner. Das stört uns. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das quasi, kann man sagen, nach oben holen. Gell? Und das mit einer Multiplikation von T. Dann haben wir da stehen, 200 mal T ist gleich 200 mal T plus 10T Quadrat minus 100, jetzt fällt mir das T im Nenner gerade weg, minus 5T. So, und jetzt bringe ich das alles auf eine Seite und fasse dementsprechend zusammen. Das heißt, einmal minus 200T. Ja, die Klammer kann man machen, kann man weglassen. Wie gesagt, es gilt ja Punkt vor Strichrechnung. Das heißt, das fällt weg. Und jetzt fasse ich die ganzen Sachen zusammen. Das heißt, wir haben 0 ist gleich 10t². Jetzt bringen wir das noch in die Reihenfolge, so wie wir es bereits kennen. Minus 5 mal t. Minus 100. Und jetzt sehen wir, okay, es handelt sich um eine sogenannte quadratische Gleichung. Und jetzt kann ich das wiederum mit Taschenrechner machen oder eben mit großer Lösungsformel für die große Lösungsformel. Im Grunde genommen, das ist das A, das ist das B, also minus 5 und das ist unser C. Ja? Und das dann im Grunde genommen einfach in die große Lösungsformel einsetzen und dementsprechend umformen. Wir allerdings machen das jetzt, weil wir ja zur Verfügung haben mit dem Taschenrechner. Und zwar verwenden wir da den Solver, der ist da bei Mathe drinnen und zwar ganz unten, das heißt, wir drücken einmal eine Pfeiltaste nach oben. Gelangt man da hinein beim Solver, ohne irgendwas zu drücken, einfach einmal die Pfeiltaste nach oben drücken, dann kommen wir sofort dahin, wo wir jetzt die quadratische Gleichung eintippen werden. So, das löschen wir also mal hinaus. Das heißt, wir haben da 10 mal und wir haben halt das T nicht zur Verfügung. Das heißt, da auf die Unbekannten, da bei uns kommt das X. Minus 5 mal x minus 100 und dann brauchen wir letztendlich einen Startwert. Wir können uns das aussuchen, im Grunde genommen irgendwas Positives, vielleicht, keine Ahnung, was könnte man verwenden? Das muss mal sicher kleiner als 10 sein. Dann haben wir von mir aus 5. Ungefähr, können wir probieren, schauen, was herauskommt, ansonsten müssen wir einen anderen Wert wählen. Und dann, okay. Und wir erhalten 3,42 für eine Lösung, das heißt, das T1 ist
3,342 ungefähr. Schauen wir, was wir für die zweite Lösung herausbekommen würden und ob wir die dann dementsprechend wegschmeißen können. Zum Beispiel erhöhen wir es, wenn wir da bei 10 sind, dann sind wir schon wieder positiv. Nein, das heißt, es muss sicher was Kleineres sein, dann wählen wir mal was Positives, was Negatives, zum Beispiel minus 5. Schauen wir mal, was herauskommt. Und wir sehen, okay, wir erhalten einen negativen Wert, und zwar minus 2,92. Ja, in diesem Kontext sehen wir, okay, da geht es um eine Zeit, das heißt, dementsprechend können wir die zweite Lösung verschmeißen und wir brauchen nur die erste Lösung. Das heißt, die Fahrzeit, und das jetzt bitte ist vor der Sanierung, oder beträgt vor der Sanierung, beträgt Betrug, sollte man schreiben. Stunden. Und Achtung, 3,42 Stunden sind nicht 3 Stunden und 42 Minuten, sondern wenn ich die Minuten noch ausrechnen möchte, dann müssen die 0,42 mal 60. Dann habe ich die Minuten, okay? Gut, so viel zu dieser Aufgabe. Ja, jetzt schauen wir uns noch eine ganz schnelle an, und zwar Scheunentor, der habe ich da auch noch hergerichtet. Wir haben da ein Scheunentor, das besteht aus zwei symmetrischen Flügeln. Die Vorderseite des Scheunentors ist in der nachstehenden Abbildung vereinfacht dargestellt. So, jetzt kann man den Bogen dieses Scheunentors näherungsweise durch den Graph einer quadratischen Funktion mit folgender Gleichung beschreiben. Und zwar haben wir y ist gleich a mal x² plus b, und das x und das y sind die Koordinaten in Metern. Das heißt, wir haben da stehen, y ist a mal x² plus b. Wobei eben y und x Koordinaten in Metern sind. So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Die Koeffizienten a und b zu berechnen. Ja. Im Grunde genommen, wir haben jetzt viele verschiedene Punkte zur Auswahl, oder viele, viele ist gut gesagt, sondern drei. Wir können da den sogenannten Scheitel nehmen. Das heißt, für x gleich 0 lesen wir einfach den y-Wert ab. Und zwar in einer Höhe von 3,4 Metern. Oder wir können auch da jeweils diese zwei Punkte da wählen und anhand von diesen die quadratische Gleichung bestimmen. Am einfachsten ist immer, wenn man die Koordinate vom Scheitel wählt, wenn der Scheitel beispielsweise wirklich die x-Koordinate 0 hat, weil dann fällt mir gerade dieser Koeffizient da vorne weg und ich kann das b sofort ablesen. Das heißt, wir haben y von 0, muss man streng genommen hinschreiben, ist gleich a mal 0 zum Quadrat plus b. Und das y von 0, das können wir da ablesen. Insgesamt habe ich da eine Höhe von 3 Metern bis dahin und dann noch einmal 0,4. Das heißt, das ist 3,4. Das heißt, wir haben da, oder erhalten daraus eben, wenn wir sehen, a mal 0 Quadrat ist 0. Wir erhalten da, dass b gleich 3,4 ist. Und jetzt habe ich automatisch schon diesen Koeffizienten da bestimmt. Und jetzt brauche ich noch irgendeinen anderen Punkt, beispielsweise bei x gleich 2, da habe ich eine Höhe von 3. Das heißt, y von 2 ist gleich 3, und jetzt schreiben wir das da nochmal hin, y von 2, das ist eben, y von 2, das ist dann eben a mal 2 zum Quadrat plus, und das b kennen wir schon, das heißt, diese Information verwenden wir. Und da wissen wir, okay, wir erhalten insgesamt eine Höhe von 3, das heißt, wir haben folgende Gleichung zu lösen. 3 ist gleich a mal 4 plus 3,4. Die 3,4 auf die andere Seite, und dann haben wir minus 0,4 ist gleich a mal 4. Das dividieren wir durch 4 und dann erhalten wir minus 0,1 ist gleich a. So. Und dann letztendlich Funktionsgleichung, das heißt y ist gleich minus 0,1 mal x² plus 3,4. Überprüfen wir das noch einmal. Das a hat einen negativen Wert. Ja, das ist wunderbar, weil wir ja eine nach unten geöffnete Parabel haben. Und wir wissen, okay, wenn eine Parabel nach unten geöffnet ist, dann muss dieser Koeffizient negativ sein. Ja, also im Grunde genommen haben wir jetzt, so gut wie es gegangen ist, habe ich versucht, die ganze Palette an quadratischen
Funktionen durchzumachen, quadratische Gleichungen lösen, Funktionsgleichung bestimmen, in unserem Fall jetzt mit Hilfe von einem Gleichungssystem. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weiterhelfen können bei dem Thema quadratische Funktionen und ich würde mich dementsprechend freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zu Matura Express. Danke.